Lieben, herzlich willkommen zu Türchen Nummer 9 unseres HTS Adventskalenders. Heute machen wir mit den Hunden ein Suchspiel. Eigentlich bin ich gar nicht so der große Freund von Suchspielen. Warum? Weil zum einen die meisten Suchspiele eine Beleidigung der Hundenase sind, also Leckerchen in eine Wiese zu werfen und den Hund suchen zu lassen, ist für den Hund wirklich keine große Herausforderung. Lasst euch das von jemandem gesagt sein, der jahrelang Rettungshundearbeit gemacht hat. Zum anderen, weil die meisten Suchspiele darauf ausgelegt sind, dass der Hund alleine ans Ziel kommt. Das ist jetzt für einen sehr kooperativen Hund total egal. Aber wenn du einen Hund hast, der sowieso schon genug eigene Entscheidungen trifft und gerne mal selbstständig an irgendwelche Ziele kommt, dann solltest du das Suchspiel anders aufbauen. Wir werden das heute so machen, dass du das Futterstück oder den Ball, je nachdem, was du nimmst, du unterscheidest jetzt noch da, also ist dein Hund schon ein Profisucher, dann muss er dir beim Verstecken nicht zugucken. Ist er noch Anfänger, dann darf er dir zugucken, während du es versteckst. Und du versteckst das Objekt so, dass der Hund nicht selbstständig dran kann. Das heißt, entweder du versteckst es so und legst Steine drüber, dass er es zwar finden kann, aber nicht selbstständig drankommt. Oder du nimmst ein Hochversteck, das heißt, du versteckst etwas irgendwo in einen Baum rein, wo er es auch findet, aber selbstständig nicht drankommt. Dann lässt du deinen Hund suchen, bis er gefunden hat, bleibst in der Nähe stehen und beobachtest ihn. Je nachdem, wie willensstark er ist, wird er versuchen, selber das Versteck zu öffnen oder an das Versteck dranzukommen. Und du wartest einfach ganz entspannt und guckst ihm dabei zu, bis er sich zu dir umdreht und dich fragt, könntest du mir helfen? Hast du einen sehr selbstständigen Hund, lass ihn ruhig einen kleinen Moment warten, bevor du hingehst und das Versteck öffnest. Hast du einen Hund, der schon sehr verzweifelt ist und immer wieder bei der Suche nach dir schaut und dich bittet, ihm zu helfen, gehst du relativ schnell dran und öffnest das Versteck. Diese Art von Suchspielen, die sind meiner Meinung nach bindungsfördernd und machen einem auf der anderen Seite nicht irgendetwas kaputt. Also viel Spaß beim Suchspiel.